Also ich bin gerne Landwirtin, weil es einfach schön ist mit der Natur, mit den Tieren. Ich furchtbar gern bei meinen Kälber, meine Kleintiere und meine Hasen und Pferde. Also wir haben unsere Begeisterung oder was wir halt jeden Tag machen, haben wir schon so vorgelebt, haben versucht, Kinder immer schon motivieren, aber jetzt ohne Druck. Sie haben dann zwar zum Teil schon feste Aufgaben, ob sie sich jetzt um die Hasen immer kümmern oder um Pferd, das ist egal. Aber wir haben ja immer versucht, das positiv zum Vorleben. Ich weiß auch nicht. Wir haben eigentlich nicht groß was gemacht. Es ist halt einfach, hat sich so entwickelt. Und Kinder waren ja auch immer dabei. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man die immer dabei hat irgendwo, dann sehen sie das und kommt dann eher dann auf dann, Interesse ja. mit. Mir reizt halt wirklich eine Landwirtschaft, dass man unabhängig ist, dass man niemanden hat, wo dir wirklich sagt, du musst jetzt das und das machen, sondern dass du selber die entwickeln kannst. Wenn du mit der Maschine irgendwas nicht passt, du mir auch viele Sachen improvisieren, selber zusammenbasteln. Und es ist einfach, es macht einfach Spaß. Und jetzt bin ich halt daheim auf dem Betrieb angestellt und habe nebenzu noch ein Kleingewerbe mit einer mobilen Säge. Das finde ich schön, da habe ich ein bisschen einen Ausgleich zu den Tieren und zu der Maschine. Und da kann ich mich halt auch mal selber mal ausprobieren, wie das ist, komplett selbstständig zu sein. Ja, ich bin da eigentlich relativ früh drauf gekommen, dass ich später was mit Tieren machen will. Und da habe ich auch oft überlegt, was ich machen könnte. Das nächste wäre eigentlich eben Landwirtschaft wäre. Und das finde ich halt auch schön, wenn ich irgendwo jetzt am Arbeiten bin und am Ende vom Tag sehe, was ich gemacht habe. Das ist auch eine große Sache, was mich freut. Ja, es macht mir einfach alles Spaß. Und da haben wir auch als letzte von den vier dazu entschieden, das auch noch zu machen. Und ich denke, das war richtig so. Als Familie halten wir schon zusammen. Wir schauen, wie wir es organisieren, dass jeder auch mal frei kriegt, dass man auch Freizeit oder ein Hobby sich nehmen kann und auch leben. Und ich finde, wir halten super zusammen. Gutes Vorbild war jetzt ja klar, sonst hätten wir uns nicht dafür entschieden. Und würde es auch mit der Leidenschaft machen, denke ich, wo wir alle dabei sind.